Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Show, das erste nach langer, langer Zeit und nicht alleine, sondern mit diesem hier, nämlich dem Rex Architekte, das kann ich mal kurz zeigen hier. Hallo. So. Und ich nenne ihn ab jetzt Rex. Und ich weiß nicht, was sich die Honeyball dabei gedacht hat, diesen Skin so hässlich zu machen, also das ist nicht sein Skin, sondern kommt durch das Texture Pack. Ja, und zwar wollen wir dieses hier zeigen und das haben wir über längere Zeit gemeinsam gebaut. Und hört man mich überhaupt? Ich hoffe, dass man dich hört, aber du könntest eventuell zu laut sein, das fällt mir jetzt erst auf. Deswegen stelle ich dich mal direkt total leise. Total leise, aber ich will auch noch was sagen. Ja, genau. Jetzt bist du auf einer vernünftigen Lautstärke und jetzt kannst du wieder normal weiterreden. Wir okay. haben dieses Schloss vor im Juni 2011 begonnen, gell? Oder war das 2010? Nee. Das ist schon Ewigkeiten her, jedenfalls. Das müsste gewesen sein, nachdem ich mit Minecraft begonnen habe. Ja, Juni 2011. Ja, das könnte sein. Juni 2011. In den Pfingstferien haben wir mit dem Schloss begonnen. Das Ganze ist also schon anderthalb Jahre alt, aber wir hatten nicht so oft Zeit, daran weiterzuarbeiten und so kommt das jetzt. Gut. Wir befinden uns hier im Prunksaal. Das ist so eben der größte Saal im Schloss und der prunkvollste, wie der Name schon sagt. Hauptraum. Und man sieht schon hier, also Prunk ist nicht übertrieben, überall hier ganze Kubikmeter an Gold, also so ist natürlich nur Blattgold. Ist natürlich nur Blattgold, insofern sind es insgesamt gerade 30 Gramm. 30 Gramm, okay. Wie lange haben wir dafür gebraucht, um den ganzen Saal herzurichten? Also der Saal, der hier, also allein dieser Saal, der muss mindestens 8 oder vielleicht 10 Stunden in Anspruch genommen haben. Ja, vielleicht ist das etwas übertrieben. Ja doch, aber wir haben das über mehrere Tage an diesem Saal hier gefeilt. Eigentlich hätte er nicht so lange gebraucht, wenn wir nicht so oft umgebaut hätten, aber... Naja, also der Saal hat doch mit am längsten gedauert. Ja. Aber ist auch am besten gelungen, würde ich sagen. Und jetzt machen wir erstmal die Runde der offiziellen Säle. Genau. Hier sind wir in einem Wartezimmer. Das Wartezimmer ist dementsprechend schlicht mit Diamant und Marmor gehalten. Und soll ich das hier links gerade auch zeigen? Ja, können wir auch zeigen. Hier ist das Badezimmer. Hier ist ein Badezimmer mit besonders unpassenden Bildern, weil die Honeyball mal wieder ihre blöde Bilder-PNG-Teile verändert hat. Naja, ursprünglich waren es eben Vorhänge. Ursprünglich waren es Vorhänge? Ja, zum Teil sind es ja noch Vorhänge, aber zum Teil halt auch nicht. Und ja. Und dieses große Bild hier... Das können wir nachher nochmal zeigen. Das hatte mal eine Funktion, als man... noch von der anderen Seite durch Bilder durchschauen konnte. Nee, das lag am Texture Pack. Man kann nämlich im Honeyball immer noch hinten durchgucken. Ah, okay. Und der Warteraum hat hier noch zwei rote Sofas, ebenso wie das eben so gehört. Das Ganze ist übrigens so eine Mischung aus einem klassizistischen und einem barocken Schloss, aber eher klassizistisch, also mit Eigentlich Zoll. Ist es ja keins von beiden, weil das ist einfach in Minecraft nicht... Ja, in Minecraft lässt sich das alles... So eine Anlehnung daran. Und worauf man im Wartesaal wartet, ist hier vom König oder Großherzog oder wer immer hier auch wohnt, residiert, empfangen zu werden in einer Audienz. Ursprünglich stand hier was auf den Schildern drauf, nämlich der Titel. Da stand irgendwie sowas wie Federicus Carolus Secundus oder irgendwie so. Ja, gut, aber das ist jetzt auch alles. Aber durch vielfaches Kopieren sind die Beschriftungen der Schilder überall verschwunden. Übrigens auch einige Türen sind dadurch falsch. Und dieser Thron, der ist jetzt noch nicht so, also, ja, noch nicht so ganz, wie wir den haben wollen, glaube ich. Verbesserbar. Ja, Hauptsache, er hat schon mal einen Thron. Und bei Nacht sieht man das ganz gut. Ich mache mal gerade Nacht. Zeige ich ganz kurz, dass das da oben so leuchtet. Im Kapitel. Das und kommt und zwar nicht nur von dem... Glowstone, sondern auch von Glowstone, der... Oh, ich habe mich wohl vertan. Es ist wohl doch nur von dem, aber... glaube ich. Ja.
So, gut. Aber darauf wollen wir jetzt auch gar nicht näher eingehen. Das würde nämlich noch zu lange dauern, denn das Ganze hat doch einen gewissen Umfang. Jetzt sind wir in so einem Hobbyraum, so dachte ich das. Ja. Ist noch nicht der genannt Blauer Raum. Salon, oder? Könnte man so nennen. Ja, könnte man so nennen. Oder Lapis Lazuli Salon. Und noch so ein. Das ist natürlich auch nur alles Blatt Lapis Lazuli. Ja. Und ja. Hier, das soll vielleicht so ein Teesalon sein. Auch wenn der Raum noch etwas, vielleicht noch etwas schlicht ist, also was jetzt Einrichtung angeht. Ja, da kommen noch Geschenke. Aber das Ganze dauert eben seine Zeit, überhaupt den ganzen Kram einzurichten. In so einem Schloss hatte man ja für alles einen extra Raum. Jeder Raum hatte eine extra Funktion. Und das hier hat zum Beispiel die Funktion, dass die Diener hier rumhocken können. Das ist ein Aufenthaltsraum für die Diener also. Ja, und hier gibt es auch noch eine Treppe, die wir vielleicht irgendwann noch... Auf die wir vielleicht später noch eingehen werden. Vielleicht auch die gar verbindet nicht mehr in einiges Let's Show. Es kann sein, dass es davon noch mehrere Parts geben wird und dann kommt es vielleicht irgendwann mal vor. Und ja. Das hier ist jetzt der gelbe Salon. Oh ja. Das könnte man vielleicht irgendwie zum Musiksalon erklären. Ich muss sagen, es ist auch einer der Salons, die mir mit am besten gefallen. Ja. Und ja, vielleicht haben wir mit der Zeit auch irgendwie aufgehört, dann wirklich so viel Zeit in den Salon zu investieren wie in diesen hier. Ja, vor allem gehen irgendwann die Möglichkeiten aus. Es ist unglaublich schwer mit diesen großen Pixeln praktisch wirklich einen halbwegs detaillierten Salon zu bauen. Aber die Möglichkeiten sind ja schon mehr geworden, dank einiger Veränderungen. Dank vieler Veränderungen, wenn man überlegt, wie sehr sich das Schloss verändert hat. Man kann zum Beispiel, ja, das sieht man, vielleicht zeigen wir nachher nochmal die Fassade, dass in der Mitte praktisch das Ganze noch sehr schlicht gehalten ist und nach außen... Nein, das hatten wir ja verändert. Ja, das haben wir inzwischen ein bisschen verändert, aber ursprünglich war es sehr, sehr schlicht und eher plump. Könnte man jetzt so sagen. Und hier befinden wir uns übrigens in der Bibliothek des Großherzogs oder Königs. Was auch immer, Kurfürst. Und ja, die ist irgendwie ziemlich hoch. Also nur etwas für waghalsige Diener. Allerdings dementsprechend liegt auch direkt danach daneben, ja, man könnte sagen, das Arbeitszimmer des Königs. Also hier kann er schreiben und Gesetze verfassen und weiß nicht. Ja. Falls er Interesse an sowas zeigt, im Allgemeinen hat sich wahrscheinlich der König lieber in anderen Räumen vergnügt. Aber, ja. Und hier hat man schon den Ausblick auf die Galerie oder zumindest auf einen sehr prunkvollen Gang. Darauf kommen wir aber auch später noch. Ja, vielleicht kann ich mir auch mal schauen, ob wir hier... Mal schauen, wenn es nicht so lang dauert. Jetzt gehen wir erstmal diesen Weg. Das sollen hier Gästezimmer darstellen. Ja, auch gut zu erkennen an diesem Bett hier zum Beispiel und an der Kiste, die natürlich leer ist. Und, ja. Gut. Hier der bestimmt größte und aufwendigste Kamin des ganzen Schlosses. Ja, das Schöne war, dass uns hier mehrfach Sachen abgebrannt sind wegen diesem Kamin. Weswegen er inzwischen deutlich größer ist, als er zunächst war. Aber diese Wolle hier, die brennt einfach so schnell. Und deswegen ist hier auch keine rote Wolle, so wie das eigentlich stilgerecht wäre, sondern dieser Netherstone. Ja, ich schließe jetzt nochmal die Tür. Und hier sind wir im Speisesaal der königlichen Familie oder der markgräflichen, großherzoglichen, kurfürstlichen, was auch immer. Man könnte vielleicht... Kaiserlich, das habe ich noch. Das hier müsste man doch eigentlich symmetrisch machen. Wenn hier der Kamin ist, der so eingebunden ist, dann könnte man doch das hier genauso machen, oder? Dann hätten wir hier wenigstens... Also dann, ja gut, das... Ist jetzt aber erstmal unwichtig. Das kann man dann vielleicht irgendwann nochmal näher beleuchten. Und hier. die extra Küche. Wenn man hier hochgeht, soll ich da mal, wollen wir da mal hochgehen? Nee. Das okay. Jedenfalls ist. Also nachher wird das sich sowieso nur von selbst ergeben, die ganzen Gänge, die noch da drüber liegen. Durch den Kamin. Das hat natürlich auch noch eine bessere Verbindung. Durch den Kamin gerannt. Hier ist nämlich eigentlich eine Tür, da kommt man durch den Gang hin.
Hier befinden wir jetzt uns in den. Wo bist du? In den Gemächern des Kronprinzen. Und ja, das die Räume sind auch, finde ich, noch relativ gut gelungen. Sein Empfangszimmer. Auch hier, das hier ist eben sein Schlafzimmer mit ein paar Büchern, die er vielleicht mal lesen wird, und einer Katze. Der hatte ja damals noch keinen Computer, so ein Kronprinz, dann liest er vielleicht Bücher. Dieser Bereich des Schlosses wird aber noch abgeändert werden, weil wir ja nachträglich noch einen Flügel oder viele Flügel eigentlich hinzugefügt haben zum Schloss, sodass sich die Größe des Schlosses vielleicht so verdoppelt hat. Und der Flügel setzt eben hier an dieser Wand an. Was? Der setzt an der Wand an? Wo? Ja, wenn man hier die Wolle wegmacht, dann sieht man in den Flügel rein. Ah ja, stimmt, da hast du recht. Also man sieht, das Ganze ist hier auch noch Baustelle. Aber Hauptsache, die Fassaden sind schon mal da. Hier wird ja, wahrscheinlich später die Oper reinkommen. Oder auf der anderen Seite. Dort so rein. Oder vielleicht auf der anderen Seite. Aber vielleicht lieber auf der, weil hier sind ist der König und der Kronprinz etwas näher am Geschehen. Und dementsprechend ist hier auch der Raum des Königs, also sein, Paradeschlafzimmer. Paradeschlafzimmer. Genau. Also sein eigenes Schlafzimmer. Er hat zwei Schlafzimmer. Hier kann er natürlich auch schlafen, aber er hat ein extra Schlafzimmer noch. Oder eine ganze extra Wohnung. Diener, die hier rumstehen und ihm eine gute Nacht wünschen. Und auch wenn dieses Bild hier nicht ganz stilgerecht ist, so hat es doch eine wichtige Funktion. Ich laufe da jetzt einfach mal gegen. Weil es ist ja sein Paradeschlafzimmer und deswegen soll da nicht jeder einfach reinkommen. Und hier sind seine, wo du gerade durchgegangen bist, in seine Kammerdiener beheimatet. Ich wusste gar nicht, dass wir die jetzt auch schon, ja gut, also hier so kleinere Zimmer mit... Hier ist der Oberkammerdiener beheimatet, Betten. Wenn man da... Rechts gibt's halt schon recht eng, aber immerhin mit Kisten und so. Und sie haben schon Eigentum, sie haben ein Recht auf Eigentum, dementsprechend. Ja. Und hier ist jetzt unsere Runde beendet, also zuerst mal die erste Runde eigentlich. Ja genau, also hier befindet sich der Prunksaal wieder. Und hier ist dann die Treppe, wo es jetzt weitergeht. Und mal schauen, ob ich jetzt hier schon irgendwo einen Part mache. Jetzt geht's erstmal weiter. Und zwar nach ganz oben. Wenn nicht jetzt schon, dann wird man wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich später noch die Orientierung verlieren. Deshalb werden wir vielleicht nochmal, wenn du gestattest, über das ganze Schloss fliegen und zeigen, wo wir rumgelaufen sind. Ja, das kann man machen. Also das hier ist jetzt eigentlich nicht unbedingt der Schlafraum, oder ja, auch. Das Ganze hier ist ja auch noch nicht fertig. Aber das Ganze ist praktisch wirklich jetzt für den König. Und seine Königin. Sein Gemach. Und vielleicht werden hier noch andere Räume dabei entstehen. Ja, das wird noch unterteilt in irgendwie Ankleidezimmer. Mal eine kurze Nebeninformation. Bislang haben wir uns nur in diesem Flügel hier, ich mach mal gerade auf F1, damit ihr den Cursor seht, also in diesem Flügel haben wir uns bislang bewegt und mehr nicht. Und jetzt schaut euch den ganzen Rest an. Und wir werden uns auch über das gesamte Let's Show nur noch hier innerhalb dieses rechten Abteils, also nicht einmal mit diesem Seitenflügel, sondern nur dieser rechte Teil, Hauptflügel, wird in diesem Let's Show jetzt näher beleuchtet, weil der Rest ist auch noch gar nicht fertig. Und ja. Gut. Jetzt können wir vielleicht nochmal auf die Seite gehen und wenn du willst zeigen, wenn du die Anfänge eines Gartens. Ach ja, okay, ja, die können wir auch nochmal gerade zeigen. Also die Anfänge eines Gartens, damit ist auch wirklich die Anfänge gemeint. Ihr seht es hier, der Garten und der Garten, der bereits fertig ist. Das Ganze wird offensichtlich doch noch etwas größer. Und ja. Es geht noch etwa dreimal so lang, als wie man es sieht. Ja. Aber jedes Schloss hatte ja auch einen relativ großen Garten oder zumindest die meisten Schlösser und so ein Schloss soll es eben auch sein. Mit gigantischem Garten und die hatten ja sonst irgendwie nichts zu tun. So.
Jetzt gehen wir hier mal aufs Dach, denn hier gibt es noch einen kleinen Geheimzugang, der gar nicht so ohne weiteres als normalmenschlicher zu erreichen ist. Aber wir haben hier einfach mal trotzdem eine Tür rein. Und hier ist noch Baustelle, ihr seht das. Aber man kann hier trotzdem schon mal weiterlaufen. Und eigentlich habe ich hier eine Treppe hingebaut, die in das alleroberste Stockwerk führt. Und das sind wirklich pure Dienergänge. Das heißt, hier werden nichts anderes als Diener schlafen. Und hier gibt es auch keine Fenster mehr. Ist das jetzt wirklich im... Ist das jetzt das oberste oder geht es noch eins höher? Nee, das ist das oberste direkt. Ja, das ist das oberste. Dürfte das Dach sein. Da haben wir aber schon welche eingerichtet. Diener-Schlafzimmer. Hier oben? Ja. Oder, nee, hier oben. Nee, das habe ich gerade erst vor gar nicht so langer Zeit hier alles eingerichtet. Hier oben ist das noch alles ganz frisch. Das muss jetzt erstmal die Farbe trocknen oder keine Ahnung, nee, aber jedenfalls haben wir es noch nicht eingerichtet. Nein, hier ist es schon eingerichtet. Echt? Wenn du mal ein bisschen um die Ecke kommst. Gute, Moment, aber ihr werdet nachher noch andere Dienerräume sehen, die sehen alle ungefähr gleich aus. Weil, ich meine, die Diener haben jetzt keinen großen Anspruch auf Individualität. Hier. Ach, da hinten, einmal um die Ecke drum hier, hier rein. Und hier ist ein Dienerraum eingerichtet, tatsächlich. Den hast du mal eingerichtet. Ja, stimmt. Und wenn man da weitergeht, glaube ich, hier ist... Ja, hier ist weiter. Ich das da zugemacht, da könnte man ja eigentlich eine Tür hinmachen, dann könnte man da rausgehen auf diesen kleinen Balkon praktisch. Denn dann käme man auch ganz prima in das nächste Dienerstockwerk. Und ja gut, machen wir jetzt halt nicht. Ja, das führt jetzt zu weit, wenn wir hier alles extra zeigen. Ja, wir zeigen nicht alle Dienerräume extra. Gehen wir ein Stockwerk tiefer, wenn wir die Treppe finden oder die Leiter. Ich weiß, wo die Treppe ist. Da wo die... Nehmen wir die Wendeltreppe. Achso, nee, ich bin jetzt einfach schon so weiter. Dort, wo wir herkamen praktisch. Naja, ich werde hoffentlich irgendwann zu dir stoßen. Hier ist natürlich wieder die Königstreppe, das ist ganz klar. Und hier sind auch noch überall Räume, die nicht eingerichtet sind, die wir bislang nur gebaut haben. Und was auch ganz interessant zu sehen ist, die Räume darunter sind zum Teil so hoch, dass man das hier noch durchsieht praktisch. Und die werden das, dann das halt... Das ist die Kuppel. Hier werden dann Wände hingebaut, sodass das zu ist und sodass man hier auch noch Diener hintun kann. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir da mal hin zu diesen Räumen. Zu welchen? Zu dem, von dem man da gerade die Kuppeln gesehen hat. Nee, das machen wir nachher. Weil ich ja, was willst du hier oben noch zeigen? Wollte noch was. Ja, weiß nicht, ob das so interessant ist, aber... Da sind halt noch Dienerräume, aber die sind... Ich verirre mich momentan gerade selber. Ja, genau, hier befindet sich nämlich noch... Du musst mir gerade nicht folgen, aber... Hier befindet sich noch... Auch wenn jetzt hier Blöcke fehlen... ein schöner Ausblick... Auf Garten... Stadt meine ich, und Innengarten. Ja, hier sieht man die halbe Kathedrale, die hier mal... Ja, ich habe hier mal eine halbe Kathedrale hingepastet. Gut. So viel dazu. Und hier hinten befindet sich eine Treppe, die jetzt nicht weiter wichtig ist, außer dass sie nach oben zu diesen Dienerräumen führt und nach unten... Nach unten, da könnte sie aber wichtig sein. Ach nee, da führt sie in die Bibliothek. Ja, genau. Aber wir können die Treppe trotzdem nehmen, dann kommen wir nämlich direkt ins untere Stockwerk. Und das ist wiederum so ein Dienerstockwerk, allerdings... Nein, es ist kein Dienerstockwerk. Nicht ausschließlich. Es ist ein Stockwerk für Adlige. Fangen wir mal... Gut zu erkennen an dem Schwert, was ich hier reingetan habe. In diesen Bilderrahmen. Das ist ja ganz schön, das kann man jetzt auch so drehen, so. Und... Fangen wir mal da am Anfang an. So. Ui. Wir zeigen jetzt aber hier nicht die ganzen Räume, oder? Nee, sondern nur die am Anfang, die wir gemacht haben. Hier, das ist so eine Suite für einen Adligen, der hier wohnt. Das ist das, von was man vorhin da die Kuppeln oben gesehen hat, die Reste. Das sieht richtig grauenhaft aus in dem Honeyballs Texture Pack, weil die Farben in dem Texture Pack, in dem wir das mal gebaut haben, also wir haben es zwar hauptsächlich im Honeyballs gebaut, aber damals waren die Farben noch etwas blasser und jetzt sind die so richtig knallig und das sieht halt etwas
schrill aus. Also ich wollte hier nicht wohnen bei den Farben, aber vielleicht hat es den Leuten voll gefallen. Hier ist wieder so eine Suite, die ist ähnlich aufgebaut, wieder mit einem Bett, aber halt deutlich kleiner. Und hier hinten auch nochmal eine blaue Suite mit Regal und Betten und einem Sekretär, heißt es, glaube ich. Also ja. Das sind diese Schränke, die man so in die Ecke stellt oder so eine Kommode. Und dafür haben wir den Amboss genommen. Und das ist übrigens der falsche Amboss. Den Amboss haben wir noch für andere Zwecke genommen, aber wir werden dafür noch Texturen einfügen, sodass dann zum Beispiel der eine Amboss ist dann zum Beispiel so ein Geländer. So ein Geländer, genau. Und einer ist ein Sekretär und einer eine Kommode oder so ungefähr. Und dann kann man die ganz toll benutzen. Und hier hinten kommt da noch groß was? Ach ja, hier der Raum, den hätte ich jetzt fast vergessen. Auch mit einem Bett. Und hier haben wir die nochmal. Auch wenn ich nicht genau weiß, ob sie dahin passen. Und da hinten sind die richtigen verwendet, tatsächlich. Und, ich komme hier nicht durch. Irgendein Bug. Und hier sieht man auch nochmal, wie das hier alles noch so total halb fertig ist. Und hier kommt eben eventuell die Oper hin. Mal gucken, was da auf dem Schild steht. Treppe. Ah. Ja, hier wird erstmal eine Treppe hinkommen. Okay. Habe ich da hingesetzt, ich finde. Gehen wir jetzt wieder hier hoch. Dann da rechts. Okay, du kennst dich da gerade aus. Und jetzt sind wir hier. Hier gibt es jetzt noch ein paar Suiten. Oder nein, hier beginnt schon. Hier sind jetzt teilweise Diener. Teilweise auch so normale Hofangestellte. Hier sind wir über der Küche. Genau, wollen wir mal die Treppe runtergehen. Wenn wir das tun, dann kommen wir nämlich wieder in dieser Küche an, auch wenn die Treppe ganz schön lang ist, also da kommen noch ganz schön viele Diener runter. Und dann landen wir wieder hier. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier den Ofen praktisch aufbrechen, das möchte ich jetzt einfach mal oder machen, weil ich das zeigen möchte. Dann ist hier noch eine Treppe für den... Wieso war da ein Loch? Weil ich überlegt hatte, dass man vielleicht, wenn man da später Räume drunter baut, im Erdgeschoss, dass man da eine Verbindung machen kann. Na gut, dann tue ich da mal gerade noch so einen Block hin. Und zwar für den Anzünder von... Also warte mal, hier in der Kiste... sollten, wenn das jetzt nicht durchwordet anders ist, Flint und Steel drin sein. Und ja. Hier oben landen wir dann wieder in Diener-Gang und der führt natürlich erstmal, ich gehe jetzt erstmal in die Richtung, nachher gehen wir nochmal den Weg zurück. Ganz kurz, aber... Hier links neben uns ist eben der Speisesaal, jetzt ist links neben uns ist der, das Königsschlafzimmer, ja, rechts also neben dort, uns ist das Badezimmer. Also dort hinten sind die ganzen Zimmer. Und hier sind auch nochmal Dienerräume. Und hier speisen die Kammerdiener des Königs. Hier auch überall. Und hier ist natürlich wieder der Prunksaal, auf den man dann einen Ausblick hat. Hier kann man auch so runter gucken auf diese Kreuzung. Hallo? Hallo? Und ja, hier führen wieder Dienertreppen hoch. Die brauchen euch jetzt nicht weiter zu interessieren. Das ist halt immer wieder dasselbe. Und ich gehe jetzt hier wieder zurück. Du kannst ja gleich folgen, Rex. Ich bin da. Ach so, ja, jetzt sind wir, ja genau, jetzt sind wir hier gelandet. Hier sind wieder die adligen Räume, aber wir gehen jetzt hier weiter. In dem Schloss kann man übrigens hervorragend PvP spielen. Ja. Wir haben das mal mit TNT einfach, und Feuerzeug gemacht. Es gibt einfach so viele Gänge. Und, ja. Wollen wir es oben mal, auch zeigen oder oben nicht? Erstmal das hier, auch wenn es noch, wir müssen noch eins runter. Ja, genau, deswegen frage ich ja. Hä, was ist da? Eine Falltür. Ah, okay. Ah. Auch aus der Überlegung, dass man das mit... Irgendwie brechen gerade meine Frames ein. Moment. Und zu. So. Hier befindet sich dann natürlich wieder so ein... kleiner Raum von Eingangsraum. Und, Bleibt ihn natürlich.
Und hier sind jetzt wieder große adligen Räume, die allerdings alle ähnlich eingerichtet und sind. Und zur Orientierung, wo wir uns befinden, jetzt, wir befinden uns in dem hinzugefügten Flügel, der neben dem schönen Innenhof steht. Vielleicht, wenn du mal kurz ans Fenster gehst. Ja. Hier befinden wir uns. In diesem Gang, den ich vorhin schon erwähnt habe. Und ja, hier geht es auch wieder geradeaus weiter und dann kommt man noch in mehr solcher Räume. Ich weiß insgesamt nicht, ob... 4. Und hier ist irgendwie, ach, da hast du Leitern rein. Oder war ich das? Naja, aus Spaß, ne? Ich war das. Und das Ganze hier ist, hey, seit wann ist da die Deckenbeleuchtung drin? Seitdem ich fand, dass es zu dunkel ist, das, weil wenn man... Es hat aber noch komische Lichtbugs, ne? Muss man nochmal schauen. Das ist hässlich, ja. Aber wenn da kein Glowstone drin ist, ist die ganze Decke so düster. Ja, dann kann man vielleicht auch nochmal hier hoch. Da kommt man nämlich wieder hier raus, dort, was ich irgendwann mal gezeigt habe. Nämlich dort bei diesem... Ja, bei diesem Teil hier. Um das jetzt nochmal kurz zu zeigen, wie schnell man von A nach B kommt, wenn man die geeigneten Gänge weiß. Ich weiß sie selbst nicht alle, das ist einfach, man läuft so durchs Schloss und dann nimmt man halt mal die Leiter und dann nimmt man mal die Leiter und guckt halt, wo man gerade ankommt. Vielleicht können wir noch zu dem Treppenhaus gehen, das du gebaut hast. Ach ja, genau. So, dann gehen wir nochmal diesen Gang zurück, denn dort hinten befindet sich noch ein Treppenhaus, das einmal hier runter führt, wo noch nicht viel ist. Und einmal hier hoch führt. Das Ganze natürlich wieder schön mit Geländer hier abgegrenzt und einer Decke, die ich gemacht habe. Und was hat da die Honeyball schon wieder gemacht? Was? Ich habe da irgendeinen Block oben eingefügt als Schmuck. Und im Honeyballs Texture Pack blinkt der dann so ganz stark. Ha! Nein! Der geht so an. Das kann ich dir zeigen, wenn wir mal da oben durch die Decke brechen. Das hätte aber sein können, weil es gibt manchmal so blinkende Blöcke, die... hast du das gemacht? Ja, wer sonst? Krass. Und wieso? Aus Langeweile. Ach so, okay. Ja, okay, hier ist also... noch benutzbarer Raum. Aber man sieht's, ja. Das kann man irgendwann nochmal wieder wegmachen, glaube ich. Und hier ist, man sieht es immer, Glowstone irgendwie verdeckt worden durch Bilder nach Möglichkeit, aber so schlimm sieht der Glowstone in dem Texture Pack ja jetzt auch nicht aus. Jedenfalls sind halt viele Bilder unpassend, wie zum Beispiel dieses Crafting-Rezept, was hier an der Wand hängt. Hier sind eben nochmal so Räume, die aber noch nicht eingerichtet sind. Ja, die sind alle noch so ganz leer und zum Teil falsch von den Hölzern her, weil die sich so gedreht haben. Und hier wären wir vorhin weitergekommen, weil da sind wir vorhin durch diesen Gang angekommen. Wir hätten auch durch diesen Gang, das zeige ich jetzt mal kurz, ohne dass du dabei bist, hier war ja die Küche, das hatte ich ursprünglich vor, durch den Gang, durch den wir vorhin nach hinten sind, hier hinzugehen. Denn dann kommt man nämlich auch hier raus. Und über diesen Gang kommt man natürlich da auch raus. So, ja, genau, indem man hier lang geht. Und hier befindet sich auch noch eine Treppe, die führt nach ganz oben. Ist ja klar. Und ja, ich glaube aber ansonsten... Jetzt habe ich dich aus den Augen verloren, wo bist du? Ansonsten haben wir es jetzt fast alles, oder? Wir können es nochmal von außen zeigen. Ja, dann zeigen wir es jetzt gleich nochmal von außen und ansonsten wäre es das jetzt auch schon fast gewesen. Also hier noch der Raum, oh, mit einem schönen großen Poster, was auch überhaupt nicht unpassend ist. Und noch in einem Badezimmer, oh cool. Da kannst du mal die Dinger da zeigen, die, wie heißen die? Ja, Dispenser. Die Wasserspeier. Wenn man auf die Dispenser klickt, und das hier ist eine Lampe jetzt, aber wenn man auf die Dispenser klickt, dann... und Wasser. Und wie man den hier aktiviert, weiß ich nicht.
gut. Hier hinten ist auch nochmal so eine Umkleide oder so. Das Bad gefällt mir, es sieht aus wie in einem Schwimmbad. Ja. Halt klassisch. So. Ansonsten gehen wir jetzt nochmal nach außen und die blinkenden Lichter da oben, die verwirren mich jetzt nicht weiter. Wir können nochmal gerade in den Garten gehen, das mache ich nämlich jetzt gerade nochmal. Hier ist aufgebaut. In den Innenhof oder? Aber hier befindet sich nochmal der Innengarten. Und der sieht so aus. Und dieser Innenhof, der ist eben auch, finde ich, recht schön geworden. Ich auch. Mit so einer kleinen Kuppel und den Türmen. Und wir befinden uns immer noch hier in diesem Flügel. Nicht weiter, wir haben nichts weiter gemacht. Wir haben nicht diesen Bereich hier genommen, wir haben nicht diesen Bereich hier angeschaut und wir haben den gesamten Bereich dort drüben nicht angeschaut. Aber man kann sich das Ganze ja nochmal von außen anschauen. Und zudem haben wir das erste Stockwerk, also das Erdgeschoss, noch gar nicht gemacht, überall, da wo wir es schon gezeigt haben. Und nochmal kurz zum Zeigen, bevor wir das Let's Show jetzt beenden. Wir können auch nochmal außen rumfliegen. Ja, ich bin schon draußen. Hier war es. Ja, nein, ich weiß. Da nach links auf die. Da, wo die Türme sind. Können wir gleich machen. Aber hier sieht man nochmal ganz gut. Hier war es ursprünglich Pflicht. Also hier waren auch nicht diese kleinen Verzierungen drin, sondern das war alles aus diesen ganzen Blöcken gebaut. Dann kamen irgendwann die Treppen dazu. Dann haben wir diesen Teil hier gebaut mit Treppen und den Half-Slabs. Und dann kamen die umgedrehten Treppen dazu und dann wurden die ganzen restlichen, also vor allem diese Teile hier des Schlosses gebaut, die dann nochmal irgendwie detailreicher waren zunächst. Auch wenn das inzwischen alles einigermaßen angepasst wurde vom Stil von uns. Und ja, hier. Ich finde die Hinterseite eigentlich besonders schön. Ja? Wenn man mal. Das Graue ist Kies. Da kommt eben noch Grün drüber. Der Garten wird sehr schön. Vor allem, wenn dann überall Grün ist und zwischendurch scheint noch der Kies durch. Das gefällt mir. Mhm. Und hier sieht man noch mal die Rückseite des Schlosses. Und ja, das Ganze ist symmetrisch aufgebaut. Und dann habe ich da noch so kleine Seitenflügel gebaut, die allerdings wahrscheinlich noch ein bisschen abgeändert werden. Die müssen noch an den Garten angepasst werden. Genau. Aber so allgemein halt, ja. Da kommen dann wahrscheinlich auch noch überall Räume hin. Also das Ganze ist ein Projekt, was wirklich erstmal nicht so schnell beendet sein wird. Ich nehm an, wir werden damit nie fertig. Alle Räume, den ganzen Platz, den wir im Schloss haben, vollkommen einzurichten. Naja, gut. Aber zumindest das Wichtige vielleicht. Aber ich glaube, ich beende jetzt auch mal diese Marathonaufnahme. Das war jetzt wirklich lang und jetzt bin ich versehentlich durch die Teile gegangen, die noch nicht fertig sind. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Jedenfalls, ich hoffe, euch hat das Let's Show gefallen. Und auch das Schloss. Und wenn ihr mehr davon wollt, also irgendwann kommen sicher wieder Videos davon, entweder Cinematics oder noch ein Let's Show. Und ansonsten. In einigen Jahren. In einigen Jahren. Ja, genau. Ansonsten. Aber die Oper, die müssen wir auf jeden Fall mal noch zeigen, wenn wir die mal fertig machen. Ja, also wenn wir die überhaupt mal anfangen. Ja, mal oder das Schwimmbad, das wir ins Schloss integrieren. Integrieren. Jetzt habe ich es nicht mal. Ach, egal. Naja, jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen, für seine moderatorische Unterstützung. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber ist auch egal. Jedenfalls auch fürs Bauen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss. Tschüss.